Ich lade die Videos von den Highlights von den Streams immer ein bisschen später hoch, weil ansonsten die Leute, die es geguckt haben, erinnern sich ja noch zu gut. Kannst du mal Merkur und Magnus spielen? Ja, klar, auf jeden Fall. Später im Verlauf des Streams auf jeden Fall. Das war zum Beispiel eins der Spiele, wo wir gut abgeräumt haben im letzten Stream. Ich glaube, wir hatten da, ich weiß nicht mehr auf welchem Einsatz, aber auf jeden Fall 5 von den Wassermelonen. Das waren 120 Euro, ich glaube. Ist das 60 Cent? Irgendwie so. Na, endlich. So, schade. Beinahe der zweite noch. 15 Freispiele wären krass. Gut, jetzt sind wir drin. Jetzt muss er noch was machen. Und immer ein bisschen Clickbait. Ja, muss, muss. Sonst kann man sich von der Masse nicht abheben, ne? Schon mal ein Schwert, das ist gut. Schwerter sind ganz wichtig, damit man viele Freispiele hat. Am besten sind die immer, wenn die da hinten irgendwo kommen. Oder Verlängerung natürlich, aber ja, so schwer wie es schon rein, schwer, wie es in die Freispiele reinzukommen ist, ist unwahrscheinlich. Ja, sehr schön, gut. Gutes Schwert. Na komm, schmeiß mal eine Verlängerung. Oh, um ein Feld, schade, aber vier Bogen, das ist doch schon mal was, 20 Euro. Sehr schön, das ist doch schon mal was. Moin Luca, na, was geht ab? Alles klar bei dir? Kommst gerade rechtzeitig, glaube ich. Leider, da ist die Verlängerung stecken geblieben, das wäre es gewesen. Komm, Schwert irgendwo noch mal. Ja, war jetzt nicht optimal, aber geht schon. Geht schon. Falls ihr das kennt, könnt ihr mal reinschreiben, habt ihr da jemals Freispiele gehabt bei... Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall das Spiel, was ich vorhin meinte. Als ich es gesehen habe gerade noch, konnte ich mich noch daran erinnern an den Namen. Na komm. Ja, Mann, geil. Sehr schön. Ich habe da fast meinen gesamten Lohn reingeschrieben, voll übel. Ja, bei diesem Spiel kann man nicht holen. Er macht zumindest viele Freispiele. Jetzt muss nur noch einmal ein schön großer Gewinn reinkommen. Sehr schön, wenigstens damit. 36 Euro ist gut, ist gut. Luca, ist ein gutes Spiel empfohlen. Nur der Forscher und dieser Tempel wären besser gewesen. Forscher wären 120 Euro, krass. Und wir haben sogar noch mehr, es geht weiter. Es geht immer noch weiter. Oha, diesmal ist er sehr gut in Geberlaune, was die Freispiele angeht. Ah, das war's. Aber war gut. Kann man sich nicht beschweren. 60 Euro ist gut und wir sind direkt reingekommen. Ach, eigentlich kann man auch auf 1 Euro. Warum nicht? Hot Fruitastic hat uns bisher nicht enttäuscht. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Jetzt knacken wir ganz chillig die 140 und dann kann man andere Spiele angehen. So, einmal schon mal nach oben. Mit Ansage. Was soll ich sagen? Mit Ansage. Ich spare das für ein Auto und Uhren und mein Schatz bekommt auch mal was von mir. Ah, geil. Was für ein Auto und was für Uhren willst du dir holen? Weil Uhren ist ja Plural. Moin Daniel, na, was geht? Alles klar bei dir? Natürlich kriegen wir hier was Geiles zu sehen. Wir haben. Ich muss jetzt nur einmal kurz Hot Fruitastic wieder raus, Durgadas.
Wir kehren gleich wieder zurück, aber ich versuche mal nochmal irgendwas auf 4 Euro oder so vielleicht Freispiele zu holen, bevor er zu viel rüberbucht. Nochmal 89 Rupien, danke. Danke, Durgada. Vielen Dank für den Support, aber gib nicht zu viel, Bratan, gib nicht zu viel. Vielen, vielen Dank, das wird mir schon langsam ein bisschen unangenehm. Du trägst das hier ganz alleine, den Stream. Ja, war ein krasser Kampf, Daniel, war ein krasser Kampf. Aber 140 mitgenommen. Rauchen tue ich auch nicht und Drogen nehme ich auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Ist 1 Euro, Bro. Ja, aber trotzdem, jeder Euro hilft. Jeder Euro hilft. Ah, vielen Dank fürs Liken, das hilft auch. Und Kanal abonniert hast du bestimmt auch, ne? Vielen Dank, Dogadas. Das freut mich. Das freut mich. Ich hätte nie gedacht, dass es jemand überhaupt gefallen würde, als ich so die ersten Streams gemacht habe. War einfach so aus einer Laune heraus. Ich hatte einfach Bock, das mal zu machen, zu testen. Auch mich selber zu testen, ob mir sowas liegt oder nicht. Ich mag es immer, mich selbst vor neue Herausforderungen zu stellen. Und wenn es gut ankommt, freut mich das umso mehr. Dafür gebe ich das gerne. Vielen, vielen Dank, Dogadas. Vielen, vielen Dank. So, das läuft doch eigentlich ganz gut. Heute hat der Scatterlaune auf den ersten beiden Walzen. Ja, scheint so, scheint so. Bisher jede Runde ein Angler, krasser Scheiß. Nicht übel. Zwei Angler, aber das für dieses kleine Fischchen. Aber bisher wirklich, wir haben 4 Drehungen, 5 Angler. Wann hat man sowas schon mal? Faruk, Lucky Faro, gutes Spiel. Was sind das für krasse Freispiele? Jede Drehung ein Angler. Der Automat ist heiß. Scheiße, die Serie ist gerissen. Ich dachte, das wäre es gewesen, einmal Freispiele live zu filmen, wo jede Runde ein Angler kommt. Aber wir können es nicht beschweren, war absolut geil. Waren jetzt nicht der größte Fisch dabei, aber 6 Angler in den ersten 5 Drehungen. 7 Angler insgesamt bei 10 Freispielen ist gut. So, sehr schön. Dann, was könnte man jetzt nochmal probieren? Irgendwas vielleicht, wo man Freispiel auch auf 4 Euro holen kann. Auf Turbo erstmal, bis wir unter 300 sind, ne? Da, guck mal, der hört nicht auf zu geben. Jetzt noch Q. Mach Q. Schade, das ist nicht viel, aber es geht. Durgadas, du hast zwar Karte, aber jetzt zeige ich dir. Zack. Es läuft einfach. Wenn es läuft, dann läuft's. Ja, der Automat ist gut drauf. Der ist gut drauf heute. Müssen wir mal schnell durchdrücken. Nee, ist aber keine Submarine, ist GMT Master 2. Die mit schwarz-blauen Ziffer, nicht Ziffernblatt hier, wie heißt das auf Deutsch? Bezel ist das englische Wort, was ist das deutsche nochmal? Lünette. Kartenrisiko ist krass, ja. Muss man noch einmal tippen, ne? Danke, finde ich auch. Ist eine meiner Lieblingsuhren. Hat mir ein sehr guter Kumpel aus Stuttgart geschenkt. Beziehungsweise geschenkt kann man nicht richtig sagen, aber die werden ja mal über Wert verkauft und er hat sie mir zum Listenpreis überlassen von seinem Konzessionär. Absoluter Ehrenmann. Submariner ist auch nicht schlecht, hat mir aber zu viel Ähnlichkeit mit einer Tudor. Ich habe die Submariner in schwarz,
In Schwarz habe ich die gekauft für meine Tochter zur Geburt. Die kriegt sie dann, wenn sie 18 ist. Und eine Tudor habe ich, die Tudor Royal. Die finde ich ganz geil eigentlich. Und Submarine habe ich noch die blaue mit den, ja, mit den Diamanten, die besetzte. Oha, fünf Pferde. Er gibt, er gibt. Er hätte zwar gerne noch mal K einfach mal machen können als Wild, aber so ist auch stark. So. Ärgerlich, aber wir hatten ja noch einiges zu verlieren und er hört nicht auf. Er hört einfach nicht auf. Dogard, das ist dein Spiel. Uhren sind ein gutes Investment. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wobei ich tatsächlich mehr Liebhaber bin als Investor. Also 84 Euro. Okay, einmal drücken, ne? Eigentlich relativ einfach. Okay, ein bisschen mehr als einmal drücken, aber immerhin wieder. Also der Stream ist wild heute. Wenn er gleich Pause macht, muss ich eine Menge auffüllen, leider. Scheiße. Hat schon 174 Euro rüber gebucht. Ja, war krass, Stefan. Ich dachte auch erstmal, dass er nicht mehr gibt, aber hat er doch noch gemacht.